Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von The Binding of Isaac. Was wir in der heutigen Folge tun werden, ist natürlich wieder, wie immer, Isaac spielen. Und ich werde heute versuchen, weiter in die Nähe zu kommen. Das ist meine Aufgabe, egal wie lang die Folge wird. Ja, kann auch eine halbe Stunde gehen. Wird mich nur ewig dauern, das hochzuladen. Aber was soll's. Tja, die Spinnen kümmere ich mal sowas von. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Bam, Junge. Ich mache mal den Game-Song ein bisschen leiser. Weil das schon... Wie mich das aufregt, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bekomme immer ein Herzen, wenn ich den nicht brauche. Was soll der Scheiße eigentlich? Oh, schon wieder... Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Hoffentlich liegt das Herz da gleich noch. Warm, Junge. Jetzt gehen wir in den Goldraum und mal gucken, was drin ist. Nom, 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 nom. Isaac sieht ein bisschen, aber nur ein bisschen abgemagert aus. Yeah. Wieder volles Leben. Läuft. Scheiß auf den kaputt machen. Ist wie natürlich wie immer nichts drin. Ach, die ist schon wieder diese Viecher. Die können nichts. Was bringt das dann eigentlich? Ich verstehe es nicht. Sowas sollen wir als Gegner, also als... Bossgegner auf der Ebene kommen, das wäre mal Choral. Ich hasse Baido. Der beste Gegner ist sowieso immer noch Pin, ey. Oh, Junge, wie kann man nur Spinnen husten, ganz ehrlich? Oh, der Gegner regt auch so richtig auf, ey. Oh, Junge. Ich sag dir, wie diese Spinnen aufregen, ey. Oh Mann! So eine Scheiße ist das. Junge! Ah, ich bin gleich tot. Bin ich mir 100%ig sicher. Das schaffe ich nicht mehr mit einem halben Leben. Komm! Ich weiß, du kannst es schaffen. Scheiße. Scheiße. Irgendwas klemmt ja an meiner Tastatur. We play. We play. Meine Fresse. Schon wieder diese Spinnenviecher, die mich auch überhaupt nicht aufregen. Boah, wenn die rutschen, das regt auf, ey. Ach, komm doch einfach. Das regt mich auf. Diese behinderten Viecher rutschen. Also die springen zu einem hin und dann rutschen die. Richtiger Bullshit ist das, ey. Schon wieder ein halbes Leben verloren wegen dem Scheiß. Jetzt gehen wir in den Goldraum. Mutant Spider. Ja, das ist eine geile Fähigkeit. Das muss man zugeben. So, Feuer ausmachen, Feuer ausmachen, Feuer ausmachen. Ey, was ist mit meiner Maus los, ey? Ich würde ja gerne mit den Pfeiltasten auf meinem Notebook spielen, aber die sind scheiße klein. Bam, Junge. Alles war mein Lief gesprengt. Ich würde mal sagen, gehen auch direkt zum Endgegner wegen. Den Goldraum habe ich gefunden. In den anderen Raum, wo man mit Geld bezahlen kann, kann ich sowieso nicht. Da ich keinen Schlüssel habe und auch nur einen, nimm es mal Dollar habe. Oh, ich hasse, ey. Ja, eigentlich hasse ich das nicht. Das ist der beste Gegner, weil er so einfach ist. Oh, sein Ernst, ey. Mehr kannst du sofort ergeben. Bringt sowieso nichts. Du Flasche. Schlecht. Bam, Junge. So. Ein Bügel. Bügeleisen. Was für Bügeleisen? Wie heißen diese Dinger nochmal? Ach, keine Ahnung, ey. Es ist Samstagmorgen. Ich muss gleich Zeitungen wegbringen und da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Diese Animation habe ich auch schon tausendmal gesehen. Naja, was heißt die Animation? Es ist einfach nur, in den Raum gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Da war ich einmal drin und das hat mir gereicht. Ach, schon wieder diese Dingsspinne, die sich teilt, weil die nichts anderes zu tun hat. Ein Schlüssel. Yay. Nimm's hier doch. Geht doch.
Oh, schon wieder tausende von Spinnen. Ey, machen wir erstmal die Scheiße auf den Ecke kaputt. So. Und jetzt gleich lassen wir die Viecher raus und rennen weg. So. Ich komme auch nicht auf die Idee, von alleine rauszugehen, ne? Echt, ey. So. Ein Raum, wo man bezahlen kann, lohnt sich noch nicht, da ich nur einen Dollar habe. Und die Schüssel kann ich mir für was anderes aufheben. Oh Gott. Oh! Junge! Alter, das war eine Explosion. Ah, siehst du, für sowas braucht man einen Schlüssel. Bitte ist da was Gutes drin. Moms Underwear, Beatsch. Los, jetzt. Ah, rotes Feuer, böse. Boah, ich liebe diese Spinnenfähigkeit, ey, die ist so. Oh, zum Glück haben wir einen Schlüssel, ey. Chemical Peel. Oh, ich bin so ein Spast, ey. Ich laufe ins Feuer rein, ey. Feuer böse. Ja, jetzt gehen wir zu dem Endboss auf dieser Ebene. Mit zwei Leben. Versus Guardi Junior. Den hatten wir auch schon einmal. Was konnte das Viech nochmal? Ach, da. Oh Gott, das war so schnell. Oh nein! Nein! Nein, ey. Ach, leck mich doch, du fettes Viech, ey. Ich bin Guardi Junior! Ich bin fett und kann mich schnell bewegen! Behindertes Viech, ey. Oh, jetzt muss ich normal neu anfangen, ey. Oh, wie er so aufregt. Ja, gehen wir jetzt in den nächsten Raum. Jetzt kommen wieder diese behinderten Spinnen, ey, die mich. Oh, wehe, da kommt gleich was raus. Da gibt's Schläge. Oh, eine Münze. Jetzt haben wir schon 7, aber keinen Schlüssel. Na, toll, bring mir auch was, wenn ich volles Leben habe, ey. Immer wenn ich volles Leben habe, bekomme ich sowas. Regt richtig auf. Ich will diese Newton-Spider-Fähigkeit haben. Die war geil. Ja, ich hole mir auch gleich das halbe Leben. Eine Bombe, dankeschön. So, jetzt holen wir uns das halbe Leben. Jetzt gehen wir in den Goldraum. Dum, dum. Spoonbender. Alter, das sieht immer Koral aus. Das war eine verbogene Gabel und jetzt habe ich so eine Magierfähigkeit. Lol. Ach, jetzt kann ich hier das auch noch wegspringen. Boom. Und schon 13 haben wir. Oh, Unglückszahl. Ja, ich glaube und sowas nicht, aber. Oh, eine Fliege. Jede Fliege regt mich auf. Jede einzelne. Schlecht. Ja, ein Scheiß auf einer Ecke. Immer kriege ich Leben, wenn ich es nicht brauche. Ey. Ganz ehrlich, es regt sowas von auf. Stirb. Stirb. So, jetzt gehen wir in den nächsten Raum. Ach, guck mal, beschissene Spinne, ey. Ja, natürlich. Über die Steine hinweg. Wer es glaubt. Schlecht. Schlecht, Spinne. Okay, ich war schlecht. Jetzt holen wir uns das Leben. Oh, geil, schon 18 Münzen. Ey, jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Ich frage mich, die das Spiel entwickelt haben, wie kommt man auf so ein Spiel? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, keine Ahnung. Wieso klemmt die Tastatur? Ist doch. So, jetzt gehen wir hier nach unten. Jetzt sind wieder diese. Ja, natürlich, beide auf einmal, was glaubt? Ja, komm, leck mich, Spinne. Bin das Viech, ey. Boah, wenigstens ein Leben bekommen, ey. Nein, wir haben keine Bombe, natürlich. Wieso sind wir jetzt hier unten reingegangen? Weiß ich nicht, vielleicht bekommen wir eine Bombe. Verschwinde. Was ist das denn?
Lol. Keine Ahnung, was das ist. Was hier unten immer so angezeigt wird, wo die Maus gerade ist, das kann ich nicht sehen, da ich irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade aufnehme und das dann irgendwie größer ist. So. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nein! The Duke of the Missgeburt, Alter. Komm. Oh nee, ey. Gott, Mann. Wie ich diese Missgeburt hasse, ey. Ach, leck mich doch. Komm her, 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 komm her. Junge! Leck mich einfach nur, leck mich nur. The Duke of Missgeburt, ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Dieses Viech kann mir mal sowas von hart am. Ja. Fliegen sollen sich mal verpissen, ey, ganz ehrlich. Boah, wie das Viech hasse, ey. Ich hasse es so dermaßen. Ja, natürlich, jetzt kommen noch tausende von den Fliegen raus. Ja, komm. Boah, ey, wie diese Viecher einfach nur aufregen. Lunch. Was steht da? Irgendwas mit ab. The Basement True. Ich weiß nicht, ob wir heute weiterkommen. Ich will die Folge auch nicht eine Stunde lang machen. Obwohl, heute ist Samstag, ich habe Zeit. Naja, ich habe keine Zeit, ne? Ich muss die Zeit wow! Wegbringen. Oh, ich bin schon wieder mit der Tastatur verrutscht. Egal, wir haben das, den Stein hier als Schutz. Ja. Meinst auch, du wärst cool, ne? Du blödes Viech. Bam, Junge. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Arcade, ich will gar nicht ausprobieren, was da drin ist. Ich will es nicht. Oh, fliegen, 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 fliegen ist scheiße. Fliegen sind 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 scheiße. Zum Glück haben wir hier ein Herz bekommen, ey. Oh, stirb doch einfach. Also wenn dieses Leben, als wenn dieses Leben 1000 Fliegen hätte, ja. Als wenn diese Fliege 1000 Leben hätte. Und wieder die Scheiße auf den kaputt machen. Aber bitte sich mal was Vernünftiges drinne. Nein, natürlich nicht. So, jetzt gehen wir in den nächsten Raum, mal gucken, was hier drin ist. Ah, oh, Fliegen, ich hasse diese Fliegen so dermaßen. Ich laufe da irgendwie immer rein, obwohl ich es nicht will. Diese Viecher hasse ich auch. Ja, das Spiel will mich ärgern, ne? Ja. Ich weiß, was du vorhast, Spiel. Du willst, dass ich einen Nervenzusammenbruch kriege, ne? Guter Plan, aber nicht mit mir. Jetzt suchen wir den Goldraum. Gehen wir oben lang. Oh, oh. Isaac vs. Lust. Das Ding ist einfach nur verdammt schnell. Mehr. Das Ding wird doch schneller, oder? Nein. Boah, ich hasse immer diese verstörende Musik hier. Oh, eine Pille. Die Pille nach. Oh, die war sogar gut. Like a boss. Geil, zwei Leben bekommen. Hä, wo soll denn der Goldraum sein? Ich verstehe es nicht. Oh, oh. Oh Gott! Und ich laufe wieder rein, ich spast. Oh, diese Viecher hasse ich so dermaßen. Die sind so unberechenbar. Wieso treffe ich die nicht? Die wollen einen verarschen, ne? Yeah. Ich kenne euren Plan. Los, 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 los. Komm mal down, Alter. sollen wir da reingehen? Ja klar, wir haben 21 Münzen. Extra Leben. Gut. Feuer ausmachen. Danke für die Münze. Brauchen wir einen Schlüssel? Was bringt das denn? Weiß ich nicht. So. Gehen wir mal weiter.
Einfach kaufen, ne? Nein, nein, nein! Ah, komm doch her, Pussy. Oh, keine Pussy. Stirb einfach. Diese roten Fliegen, die fliegen auf einen zu. Und diese, die keine Farbe haben, die... Okay, die fliegen nur so herum, aber man kann trotzdem Leben an denen verlieren, okay. Ich muss sagen, ich muss mehr üben und dann... Ich muss mehr üben und dann ist das Level, das Spiel eigentlich relativ gut. Nur was ich ein bisschen blöd finde, das ist immer das Gleiche. Ich habe mir ja letztens mal so Let's Plays von Isaac, The Binding of Isaac Rebirth angeguckt. Und da gibt es solche Messer, die sehen so richtig geil aus. Man muss nur einen Gegner berühren und die verlieren schon Leben. Richtig geil. Na, ich weiß ja noch, wo ein Herz in dieser Ebene ist. Im Notfall laufe ich dann noch hin. Gemini hatten wir auch schon mal. Einfach im Kreis rumlaufen. Schlecht. Komm her, Kleiner. Komm her, 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 komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ausdauer 0. Jetzt kommt wieder das Viech, das Aggressionsprobleme hat. Sieht aus wie so ein fliegender Hund, der verdammt wütend ist. Naja, wahrscheinlich, weil ich seine Mutter abgemurkst habe, ne? Tja, aber deine Mutter hat angefangen, also. Ich muss mal gleich mal auf Space drücken, wenn irgendwelche Gegner kommen. Ach, stirb doch einfach. Das hat keinen Sinn. Deine Mutter ist tot und du gleich auch. Tja, tot. Ja, toll. Hab Leben bekommen, wo ich es wieder nicht brauche. Ey. Oh, so eine Scheiße ist das. Ich kann ja nicht zurück. Ja, komm, runter. The Gates won. Ist ja auch voll erwachsen, einem die Hose runterzuziehen. Keine Bombe und kein Schlüssel. Was kann die Puppe? Weiß ich nicht. Ich will es auch nicht ausprobieren. Oh Gott! Fliegen! Ich hasse Fliegen. Die sind scheiße. Ja, ich brauche sowieso im Moment kein Leben. Boah, bitte sind das nicht die, die einen angreifen. Ja, doch, das sind die. Aus sicherer Entfernung angreifen. Aus sicherer Entfernung angreifen. Aus sicherer Entfernung angreifen. Aus sicherer Entfernung angreifen. Lauf nicht weg, es hat keinen Sinn. Du bist Geburt. Komm her. Oh Gott, nicht schon wieder das Ding, was schießt. Ey, ich hasse es, ich hasse es. Oh, danke für die Bombe. Können wir uns halt das Leben da holen? Nein, leider nicht. Schade. Na gut, gehen wir da hin. Wieder nichts? Da gehe ich nicht rein. Ich hasse die Kampfräume. So. Jetzt hier hin. So, jetzt nach links. Mal gucken, was da auf uns lauert. Oh Gott! Oh, das haben wir gut gelöst. Gehen wir nach oben. Oh. Die greifen einen nur an, oder? Ich hoffe es. Oh, jetzt haben wir keinen Schlüssel für den Goldraum. Mist. Ach, das waren die Dinger. Die haben mich bei einem Endgegner voll aufgeregt. Der Stein sieht komisch aus. Sprengen wir den mal. Geil. Danke. Oh Gott. Ja, komm! Da kommt man wirklich nicht mehr raus. So. Ah, danke für die Bombe. Yeah, danke.
Oh Gott, nein. In die Ecke und sich verkriechen, ne? Okay, da ist der Boss. Ah, ich brauche einen Schlüssel, aber wo soll ich einen Schlüssel herbekommen? Ich verstehe es nicht. Also. Wo bekomme ich einen Schlüssel her? Ja, komm, verzichten wir einmal auf den Goldraum. Dann gehen wir direkt zum Endboss. Ich habe 4,5 Leben. Mal gucken, ob das reicht. Und diese Limonade da, die probiere ich auch gleich mal aus. Nein! Nicht gegen Gordy Junior, sondern gegen Gali. Oh Gott! Boah, das Ding hat bestimmt 1000 von Life Points, ey. Ohne Mist jetzt. Den kriege ich nicht hin, bin ich mir sowas von sicher. Ja, komm. Das Ding ist OP. Ja, der trifft mich auch von hinten. Schade. Mann! Ja, komm, das Ding war sehr OP. Das muss man zugeben. Los, noch eine Runde und dann... Ich will die Aufnahme nicht allzu lang machen. Wegen des... Ich würde ja Aufnahmen lang machen, nur das Hochladen dauert dann Jahre. Ja, und ich Spaß leg da auch noch eine Bombe hin. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Das kriegt doch nur der Thomas hin. Ach, egal. Ach, schon wieder diese Dinger, die hier überall rumspringen. Oh, was ich immer richtig scheiße finde, wenn man verliert, dass man von neu anfangen, anfangen muss. Ist echt so brutal. Ja, leck mich. Oh, eine Bombe, Mama. Boom. Und ich habe keinen Schlüssel. Suchen wir den Goldraum in der Ebene. Gehen wir in den linken Raum. Oh, fliegen und diese Dinger, die die ganze Zeit rumheulen, weil die kein Leben haben. Los, komm her, Digga. Stell dich wie ein Mann. 1 gegen 1. Bam, Junge, und Schlüssel. Ach, die fliegen. Ja, es, die finde ich nicht so prickeln, diese Fähigkeit, ja. Dum, dum, dum. Ja. Jetzt können wir wenigstens das Dings aufmachen. Dab da. Die goldene Schatztruhe. Was ist da drin? Wet Patch. Wet Patch. Wet Patch. Wet Patch. Okay, gehen wir zum Endboss. Pin, pin, pin. Ach, Larry Junior, das geht eigentlich, meiner Meinung nach. Also. Aber nicht, wenn die Steine hier rumliegen. Das finde ich scheiße. Man, diese Scheißhaufen, die wir Homos legen. Red Patch, was ist das denn? Ach, die Fähigkeit, die ich vorhin eingesammelt habe, ne? Ist ja lol, ist ja auch. Boah, das war echt noch das Wackel. Ah! Und ich Spaß laufe da auch noch rein. Ich bin so ein Spaß, ey. Los, komm her, komm her, komm her, komm her. Leck mich. Los, Red Patch, mach was. Geil. Das Ding muss irgendwann sterben. Ich wusste es. Ich wusste es. Komm, Herz oder sowas. Bam, Junge. Monstworth Tues. Das ist eine Peitsche. Oh ja. Jetzt peitsche ich alle aus. Au. Nee, Isaac wurde ausgepeitscht. In The Basement 2 komme ich immer, das ist schon mal ein Fortschritt. Also als ich das Spiel so angefangen habe, da bin ich immer so vorab abgekratzt. Also ich werde besser, das muss man zugeben. Ja, gehen wir jetzt nach unten. Oh, ich hasse Fliegen, ich hasse sie dermaßen, ey. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, 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 tot. Cool. Cool, ich bin gewachsen, ne? Scheiße, das gilt nur für einen Raum. Ach, hier sind wieder solche komischen Steine, wo wahrscheinlich ein Herz oder sowas drin ist. Hier, ich brauche eine Bombe. Oh nein, jetzt habe ich aber Angst vor dem Ding. So. Bombe. Boom.
Oh, jetzt habe ich keinen Schlüssel, ey. Oh Mann, ey. Mann, 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 ey. Manchmal hat man so viele Schlüssel, dass man nicht weiß, wohin mit denen. Und manchmal hat man überhaupt keine, ey. Das regt auch ein bisschen auf. Jetzt kommt der Skiller Thomas hier. Bam, Junge. So. Oh, das Spiel will mich verarschen, ne? Ja, Spiel. Ja. Ich merke mir das, ich merke mir das. Super. Ich habe keinen Schlüssel. Wo soll ich den Schlüssel herbekommen? Ich habe im Let's Play gesehen, dass man da durchgehen kann. Aber da verliert man Leben. Behindertes Ding. Wow, drei Münzen. Super. Wie komme ich zurück? Jetzt muss ich wieder Leben verlieren oder was? Scheiße. Kacke. Was hat mir das jetzt genützt? Nichts. Verdammt. Ja, müssen wir wohl rein, ne? Ach, gegen den habe ich nichts. Also, ich komme mal gut klar mit dem. The best friends forever. Ach ja. Hä, wieso werde ich nicht von den Dingern getroffen? Das ist mir schon früher aufgefallen, aber ich dachte, liegt das vielleicht an Red Patch? Wenn ja, es wäre ja richtig premiumhaft, Alter. Alter, dann muss ich ja diesmal so weit kommen, ey. Wenn ich schon so eine Fähigkeit habe, dann muss ich ja nur noch ausweichen. Scheiße, jetzt geht's nicht mehr. Verdammt. Jetzt kommt wieder das wütende Hundewelpen-Ding. Ich nenne es Hundewelpe, weil es so aussieht, irgendwie wie so ein Mops. Jo. Los, komm her, Kleiner, komm her, 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 komm her. Komm her, 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 komm her. Komm her, komm her. Du darfst jetzt sterben. Du kriegst die Ehre zu sterben. Los, 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 los. Wow! Das war gemein. Ich hasse es, wenn die Steine bei dem hier so krumm stehen. Magic 8 Ball. Was ist das? Okay, hier habe ich wenigstens extra Leben bekommen. Q drücken wir jetzt später. Get the Caves One. Boah, wie lange nehme ich schon auf? Ich weiß es nicht. Hatten wir die Dinger schon? Oh Gott. Kommt der Skiller Thomas, ey. Und wann kratzen die Viecher ab? Ah, super. Was ich brauche, ist ein Schlüssel und keine Münzen. Los, komm. Oh, eine Bombe. So, gehen wir jetzt hier hin. Du meinst ja, du wärst auch cool, ne? Blödes Viech. Geil. Ja, wie soll ich so treffen? Das kriege ich nicht hin. Ah, egal. Ich kriege noch nicht mal das Feuer hier aus. Damit kann man Steine kaputt machen. Boah, ist ja geil. Ach so, jetzt weiß ich, wie man das Feuer ausbekommt. So. So. Ach, das rote Feuer hier. So. Warm, Junge. Dankeschön.
einzig Gute an den Ding ist, dass man Steine damit kaputt machen kann. Cool. Ich kann mich selber damit in die Luft sprengen. Oh. Ich schaffe das nicht mehr lange, bin ich mir relativ sicher. Gehen wir nach oben. Wie soll ich die Fliegen jetzt treffen? Sag mir das mal einer. Akkustand niedrig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Tut mir leid für die kleine Störung, aber wir haben mir den PC während der Aufnahme abgeschmiert, ey. Oh, das wäre sowas von scheiße gewesen. Lange überleben wir leider nicht mehr. Mann. Wow. Ja, und ich habe mich selber in die Luft gesprengt, ey. Oh, Mann. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Ich glaube, das war so eine XXL-Folge. Die war heute schon sehr lang, das muss man zugeben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.